Wir sind um 5 Uhr alarmiert worden zu einer größeren Ölspur auf der A1, Fahrt Richtung Salzburg. Das Problem bei der Erkundung war, dass eigentlich dann 2 Lkw beteiligt wurden. Die 2 Lkw sind circa einen Kilometer auseinander. Jeder hat den kompletten Dieseltank sie aufgeschlitzt. Die Lkws dürften über Reifenteile gefahren sein, die was ihnen eben dann den Tank beschädigt haben. Die Aufgabe der Feuerwehr war eben, das auslastende Dieselöl aufzufangen. Eine Einsatzstelle geleitet von der Feuerwehr Asten, die was auch dann die BF Linz, die Berufsfeuerwehr der Stadt Linz, angefordert haben, um eben den Dieseltank eben noch, was man dort aufgefangen hat, umzupumpen. Leider herum auf der Einsatzstelle am Ebelsbergwerk selber, bei unserer Einsatzstelle, sind die einige hunderte Liter an Diesel eben auf die Fahrbahn ausgeflossen, wurden dann da von der Feuerwehr gebunden. Die Aspinag ist mit Kehrmaschinen jetzt unterwegs. Wie gesagt, Alarmierung um ca. 5 Uhr in der Früh. Die ersten Fahrspuren wurden so gegen 6:45 wieder freigegeben und gegen 7:30 ungefähr ist jetzt auch die zweite Fahrspur wieder frei. Und ich nehme an, dass circa in der nächsten Stunde bis eineinhalb Stunden auch da der erste Fahrstreifen wieder in Betrieb gehen kann.